Guten Tag und herzlich willkommen zurück in The Forest, noch immer zusammen mit Fred Vorlaut. Dem Hallo. Lieben guten Fred. Ich freue mich echt, dass du dabei bist. Das bringt nochmal echt einen ganz anderen Geschmack hier in die Suppe. Oh, ja, ich habe da reingepinkelt. Ja, ich habe ja auch nicht besser gesagt, ne? Ich habe ja nur anders gesagt. Nee, interessant. Man sagt ja, wenn es einem nicht richtig schmeckt, dann sagt man ja, ja, schmeckt interessant. Ist ja jemand gerade mir vorbeigeflitzt? Okay, Fred. Das war ich. Ich sammle hier die Stämme ein. Weil ich habe immer das Problem. Ja, guck, also das haben wir auch gemacht. Ich habe das gleiche Problem. Ich habe immer das Problem, dass ich die Stämme nicht wiederfinde. Ja, stimmt. Aber unter meine Videos immer schreiben, dass du dich darüber aufregst, dass ich die Stämme liegen lasse. Ja, ja, genau. Ich reg mich. Das ist ja eben genau das, was mich so gestört hat. Du findest sie nicht wieder. Und wenn man aber direkt nach jedem Baum einfach die Stämme eben aufsammelt, dann hat man da kein Problem mit, Basti. Da hast du allerdings recht, Fred. Ich stelle hier noch eine Falle auf. Noch eine? Ja. Ist in der ersten schon was drin? Er stellt noch eine Falle auf. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Nö. Ein Bein. Oh. Ein Bein? Ja. Was willst du denn mit einem Bein? Keine Ahnung. Ich stelle hier auch noch eine Falle auf. Zieh das jetzt auch hinter mir her. So. Das ist so groß, das Bein. Rabbit nee, jo, ich hatte keinen Platz mehr auf meiner Decke. So. Auf deinem Deckchen. Ist immer so, als ob man so ein kleines Picknick ausbreitet, wenn man das Inventar aufmacht, ne? Ja. Ja, so ein paar Bäume muss man eigentlich echt stehen lassen, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Ja, ja, ja. Das ist, man kann zwar viel besser sehen, wenn man alles wegprügelt, aber... Ja, zumindest hier direkt um das Lager herum macht das ja auch Sinn, aber... Ja. Knusper, knusper. Ich habe einen Snack geknuspert. Das habe ich gehört. Du isst immer so laut. Ich höre das von dir gar nicht, seltsamerweise. Ich esse ja auch nicht so häufig wie du. Oh. Du fette Sau. Habe ich es gerade laut gesagt? Es tut mir leid, Fred. Ich werde mal ein Häschen... Oh, Fred! Vorsicht, Basti! Nein! Das ist tatsächlich voll in mich rein. Aber perfekt getroffen, ey. Respekt. Ich werde mal hier drin nochmal so einen Häschen-Käfig bauen. Angeblich soll das auch funktionieren mit dem Breeden. Ja, bei mir hat es funktioniert. Wir haben einen K.O. Hast du schon eins? Ja, warte. Jetzt bring's nicht um. Nee. Wir brauchen sie erstmal lebendig. Ich werde es mal direkt hier. Warte mal, wo ist ein schöner Fleck für einen Kanickel? Wie sammle ich das denn ein? Mit E eigentlich, meine ich. Nee, C? E. Kanickel? Ich glaube, du musst kommen und das einsammeln, weil ich kann nur die Falle zurücksetzen und dann schnappt die aber direkt wieder zu und dann ist das Kanickel wieder da drin. Ich habe mich ja schon darauf gefreut, dir so ein Häschen ranzubringen. Wie so ein Tier, ne? So im Maul? Das erinnert mich ein bisschen jetzt an die Szene, wo Gollum Frodo und Sam so ein tote Kaninchen vor die Füße spuckt. Mit Gollum vergleichen, oder was? Vielleicht. Wo denn? Hier oben, Basti. Hier, hinter dir. Da, genau. Hallo. Hallo, ja. Fred. Ich habe das Kanickel. Habe ich es in der Hand? Ja, du hast es. Oh. Ist das süß. Das ist aber wirklich süß. Ja, ja, die sind tatsächlich niedlich. Hier bei mir in der Hand jetzt gerade nicht so, aber die sind tatsächlich recht schnuckelig. Oh, hier ist noch ein Häschen. Häschen. So, fuck. Warte mal, ich halte dich mal noch kurz in der Hand, mein kleines Häschen. So. Übrigens, du kannst ja mit den Zähnen, kannst du ja deine Waffe verbessern. Ja. Würde ich mit dem Beil jetzt allerdings nicht machen, weil ich hatte zumindest beim letzten Mal das Problem, dass es plötzlich voll langsam geschlagen hat und es war überhaupt nicht mehr möglich, damit Bäume zu fällen. Ich hab's bei dir mal gesehen, aber bei meinem Testspielen gestern konnte ich das machen,
zumindest nur mit Zähnen und da gab es keine Probleme? Gab es keine Probleme dann. Okay, das ist gut. Oh, diese Rehe, die hier die ganze Zeit durchs Bild laufen, das ist einfach, das ist direkt ein ganz anderes Gefühl hier. Es ist direkt viel belebter, viel. Es gibt viel mehr zu töten. Das stimmt. Das hier, das wäre doch ein Baum für dein Baumhäuschen. Wie denn, bitte? Ja, meinst du? Denkst du? Ich will auch das gleiche. Ich werde mir auch das gleiche basteln. Ich finde das andere hässlich, dieses eckige. Verbraucht aber weniger Ressourcen dafür. Ja, aber es ist ja trotzdem hässlich. Wir sind hier zu zweit. Mein Lieber. Ja, richtig. Das ist natürlich auch am wichtigsten, erstmal ein schönes Baumhaus zu haben. Richtig, ja, klar. Muss man zeigen, wo man hier. Ach, hier, guck mal, ich habe ja so eine Waffe hier von denen. Oh, die schlägt ja jetzt auch viel schneller. Oh, hier unten sind cool. Noch Stämme, Basti. Liegen die da noch immer? Ja, nee, die habe ich jetzt mitgenommen. Okay. Oh, das ist echt gut. Mit der Waffe von den Jungs schlägt man jetzt viel schneller. Das finde ich ja sensationell. Sensationell. Dann werde ich mir die Waffe nämlich mal anpassen. Wenn man es denn überhaupt kann. Ich bin schon wieder disconnected. Ich komme mal wieder rein. Okay. Aber putz mir mal die Nase und so. Ja, mach mal. Gut, denn so hundertprozentig funktioniert es ja jetzt auch noch nicht, weil eigentlich mein Internet sollte eigentlich einwandfrei funktionieren. Gut, die Waffe ist jetzt einfach weg. Hab gerade einen Rechtsklick auf den Prügelkolben gemacht von den Jungs und einfach weg. Ach, hier liegt sie. Oh, das ist eine neue. Ne, kann ich ihn aufheben? Tatsache, jetzt habe ich sie wieder. Hä? So. Huch. Linksklick. Rechtsklick. Ne, ich kann die tatsächlich nur wegschmeißen. Die kann ich gar nicht aufwerten. Das ist ja interessant. Was ist hoch, Fred? Was ist passiert? Ja, also ich bin hier. Ich komme gleich. Okay. So, was wollte ich denn jetzt hier nochmal? Ach ja, ich erinnere mich. Ich wollte jetzt hier erstmal noch den. Wall hier irgendwie hinflubbeln. Oh. Du stehst ja wieder im Flugzeug, ne? Ich, komme nicht wieder rein jetzt hier. Wie? Nee? Nicht. Wenn ich hier auf Join Game mache, dann lädt es und dann lande ich aber immer wieder im Hauptmenü. Okay. Ich versuch's noch ein paar Mal. Das finde ich ja jetzt unpassend. Ja. Äußerst unpassend. Ja. Ich guck mal gerade, ob irgendwas mit meiner Verbindung hier nicht richtig ist. Nee, ich bin dann immer direkt wieder weg. Ich starte einfach mal komplett neu. Okay. Vielleicht hilft das ja. Ich mach schon, ich komme schon bestimmt wieder irgendwie rein. Und bei dir, Basti? Ja. Hast du schon die Hütte fertig? Nee. Was? Der steht jetzt hier auch krumm irgendwie, muss ich sagen. Das gefällt mir ja nicht mal so gut. Aber das lässt sich wohl anders hier nicht lösen. Die Frage ist, ob man hier dann so... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier so gut ist. Naja. Einfach mal testen. Aber es ist noch Tag, oder? Es ist noch Tag, ja. So halb. Wäre doof, wenn ich jetzt hier im Dunkeln wieder aus dem Flugzeug zu dir hinfinden müsste.
Na, es wird ja angezeigt, wo ich bin. Ach ja, stimmt. Müsste ja auch alles schön leuchten. Ja. Richtig. Okay, das sieht, das wird natürlich jetzt mega komisch aussehen hier, aber was soll's. Schön. Was das denn? Also es ist einfach wunderbar. Traumhaft, das hier löschen wir mal wieder. Wow, ist es dunkel. Alter, es ist dunkel plötzlich. Aus dem Nischt. Plötzlich ist es Nacht geworden. Ja, ja, aber tatsächlich. Was ist hier los? Was habe ich getan? Habe ich irgendwie mit Blättern um mich geschmissen? Das sah lustig aus. Ja, ich komme nicht drauf. Das ist jetzt natürlich ein Problem, möchte ich meinen. Weil wir höchstwahrscheinlich nicht laden können. Ich speichere zumindest mal. Hoffe ich. Versuch's mal jetzt, vielleicht hat es ja irgendwas bewirkt. Bewirkt. Jawohl, mach ich. Hier, join. So. Join. Es ist passiert, als ich das Feuer fertiggestellt habe. Das zweite Feuer. Das Feuer spackt ja auch megamäßig rum, muss ich sagen. Ist bei dir aber auch fertig, oder? Nee, es ist nicht fertig. Wenn ich es angucke, dann fliegen da Blätter die ganze Zeit raus. Mach's doch mal fertig, Basti. Vielleicht, Ich glaube, ich kann das nicht fertig machen. Es ist bei mir offiziell fertig. Ah. Ich kann es sogar anzünden. Vielleicht kann ich es löschen? Nee. Nee. Zerstören? Nee. Ich nehme mal direkt wieder raus. What to do? Du kannst ja erstmal weitermachen. Ich werde einfach mal jetzt die Folge, können wir ja noch, du kannst ja noch mit mir zusammen reden. Wir werden einfach mal die Folge noch durchziehen. Und dann gucken wir einfach mal nach der nächsten Folge. Vielleicht lässt sich das ja doch irgendwie laden. Oder der Patch kommt in den nächsten Tagen. Sodass wir dann quasi nachreichen können. Komisch, irgendwie sind die Waschbären, die stehen immer manchmal stehen die einfach plötzlich da und kippen ganz langsam nach vorne. Das hatte ich vorhin auch, also das war bei dem ersten Waschbären, den ich versucht habe zu töten. Ja. Ich weiß nicht, der hier hat es einfach so gemacht. Ich hatte nichts mit ihm am Hut, aber plötzlich war er da und kippte nach vorne. Es ist dunkel und ich kann natürlich trotzdem nicht schlafen. Das ist... Wupp. Es ist äußerst schade. Zack. Ach, ich habe gerade gesehen, dass die planen, auch noch Walkie-Talkies einzuführen. Ja, damit man in-game miteinander sprechen kann, ne? Ja. Das ist echt gut gelöst, muss ich sagen. So kann man dann nämlich, also direkt nebeneinander, kann man direkt miteinander sprechen. Und wenn man halt ein bisschen weiter weg ist, dann muss man das Walkie-Talkie nutzen. Das ist echt gut. Also ich finde tatsächlich, dass die sich, es sind zwar alles so simple Sachen letzten Endes, die sie hier so in das Spiel integrieren, aber es ist halt alles schon recht realistisch, sag ich mal. Das erinnert mich an irgendwas. Das ist das sind die Minecraft NPCs. Ja, richtig. Die stehen immer so nasal herum.
Kann man nasal herumstehen? Also wie Minecraft-NPCs schon. Dann steht man auf der Nase wahrscheinlich. Och, Basti, ich hatte ja eigentlich gedacht, ich könnte dich zum Ende der Aufnahme noch irgendwie essen oder so. Bitte? Was? Entschuldigung? Ja, weil du so zum Anbeißen aussiehst, Basti. Oh. Du bist so sexy. So unglaublich sexy. Warte mal, hier hast du gesagt, soll ich mir ein Baumhaus hinbauen? Ja, du kannst ja meins erstmal fertig machen, das hatte ich ja schon angefangen. Ja, ich möchte jetzt gerade, ich traue mich nicht raus, hier ist überall, verstehst du? Ja, das ist doch auch drin, oder nicht? Wo geht denn da die Treppe hin? Geht die eigentlich immer in eine bestimmte Himmelsrichtung oder je nachdem, wo man es ansetzt oder wie ist da die Regelung? Bin ich mir nicht so sicher, keine Ahnung. Je nachdem, wie der Baum steht, ja, es geht immer in die gleiche Richtung. Passt es so? Kommt man hier hoch? Tatsache, das ist ja gut. Okay, dann baue ich das hier nochmal eben an. Was essen wir auch noch gut? So, Fried, ich würde sagen, wir essen jetzt nochmal gemeinsam was. Noms. Und dann, Mann, du bist immer so... Ja, nee, ja, und dann? Was war das gerade? Nee, es war das Baumhaus. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir eventuell beim nächsten Mal dann hier weiterspielen können. Das wäre natürlich schön, wünschenswert. Müssen wir mal sehen, ob wir eventuell neu starten müssen. Aber wenn du immer wieder rausfliegst, ist halt auch doof. Dann müssen wir immer wieder neu starten. Wobei du ja bisher immer wieder reingekommen bist. Nur das letzte Mal eben nicht. Ja, wir finden auf jeden Fall was raus. Und dann. Wir finden die Lösung schon irgendwie richtig. Naja, für euch geht es auf jeden Fall das nächste Mal weiter bei The Forest. Hoffentlich zusammen mit Fred Vorlaut. Ich gehe sehr stark davon aus. Fred, ich mag dich. Oh, dich auch. Tschüss. Tschüss.